Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, und zwar ein kleines Informationsvideo, und zwar vom Landwirtschaftssimulator 2015. Das neue Patch rausgekommen, 1.4.1. Hier sind die neuen Änderungen. Das sind die neuen Änderungen hier. Und zwar sichtbare Distanz der wachsenden Bäume wurde reduziert, verbesserte Performance mit vielen Holzstücken, die Input-Achsen der Frontlader und Krähen könnten separat belegt werden, Button-Belegung optimiert, Fixed Crash am Ende des Benchmarks, Darstellung der Fillpläne für Dünger verbessert, diverse Fahrzeuge und Geräte gefixt, BGA-Silos lassen sich besser entleeren und Fixed für den Hektar-Counter-Mod. Das sind sonst alle anderen noch, die vorher waren. Hier ist 1.3, die ganzen neuen Änderungen. Ja, das war's auch schon mit diesem Video. Ich habe das Update schon heruntergeladen, auch schon installiert. Und dann sage ich mal, lasst ein Like und ein Abo da und ciao, bis zum nächsten Mal. Aber lecker Misplays.